Egal in welchem Raum, wenn ihr irgendwas hört, dann testet es einfach für euch selber, weil auch ich höre, also beziehungsweise tausche mich mit vielen Leuten aus, bin in Masterminds in den USA und nicht alle Sachen, die man sozusagen von anderen Menschen mit auf den Weg bekommt, funktionieren für einen selbst. Okay, perfekt. Das hat geklappt. Ja, manchmal hat man live solche Sachen. Das ist, live ist live, aber am Ende des Tages. Vielen Dank für die nette Anmoderation. Vielen Dank, dass der Raum so voll ist. Die Leute stehen schon im Hintergrund. Das freut mich natürlich ganz besonders. Ihr habt eben schon gehört, und das würde ich euch auch immer empfehlen, egal was ihr heute hört, also nicht nur bei Online-Marketing, sondern egal in welchem Raum, wenn ihr irgendwas hört, dann testet es einfach für euch selber, weil auch ich höre, also beziehungsweise tausche mich mit vielen Leuten aus, bin in Masterminds in den USA und nicht alle Sachen, die man sozusagen von anderen Menschen mit auf den Weg bekommt, funktionieren für einen selbst. Ja, das heißt also, ich würde euch allen ans Herz legen, alles, was ihr hört, testet es selber aus, guckt, ob es für euch klappt und wenn es klappt, wunderbar. Alles, was ich euch jetzt heute verrate, habe ich selber getestet und zwar mehrfach. Und zwar nicht nur, ihr habt eben gehört, ich bin Gesellschafter in mehreren Unternehmen, es ist ein Softwareunternehmen, E-Commerce-Unternehmen, mein Coaching-Unternehmen, eine Online-Marketing-Agentur und natürlich funktioniert das alles hier und da bedingt beziehungsweise nicht für jedes Business. Und ich werde da gleich noch so ein bisschen drauf eingehen, wann ihr wie was am besten anwenden könnt. Okay, ihr seht jetzt schon den Titel. Ich spreche heute über Facebook-Ads, weil das ein Thema ist, was oder beziehungsweise eine Traffic-Quelle, eine Möglichkeit, Besucher zu generieren, die meiner Meinung nach immer noch mit am besten funktioniert. Einfach aus verschiedensten Gründen. Facebook hat den größten Kanal der Welt. Ihr könnt demografisch targetieren, ihr könnt also sagen, ihr wollt das Alter targetieren, ihr könnt das Geschlecht targetieren, ihr könnt Interessen targetieren und Facebook sammelt einfach wie verrückt Daten. Und das wiederum werdet ihr gleich sehen, könnt ihr, wenn ihr es richtig macht, auf die Spitze treiben, sodass ihr wirklich ja, am Ende des Tages sehr, sehr profitabel euer Business skalieren könnt. Und wir nutzen Facebook-Ads nach wie vor zu mindestens 70-80%, um Kunden zu gewinnen bei jeder Company. Und das Schöne ist eben, Facebook gehört auch Instagram. Das heißt also, mittlerweile ist ja noch kaum jemand auf Facebook oder die wenigsten von euch wahrscheinlich. Aber Facebook gehört Instagram, also können wir auch Instagram ansteuern. Ja, und ich werde euch in diesem Vortrag drei Maßnahmen mit an die Hand geben, die ihr anwenden könnt, je nachdem, wo ihr steht. Das werdet ihr auch sehen, das ist so ein bisschen von Anfang bis Ende. So der Anfang ist so, sind Maßnahmen, die eigentlich jeder anwenden kann, beziehungsweise einfach ein Mindset, was man entwickeln sollte. Und nachher geht es dann wirklich dahin, dass, weil ich ja nicht weiß, welchen Wissensstand ihr habt, wenn ihr schon erfolgreich Ads schaltet, dann könnt ihr da sehr, sehr viel mitnehmen. Okay, kurze Vorstellung nochmal von mir. Wer bin ich? Wer kennt mich nicht aus diesem Raum? Doch einige, also ein paar auf jeden Fall. Ja, ich bin Unternehmer, ich bin Autor und Investor. Ich habe Beteiligung an verschiedensten Unternehmen im Bereich E-Commerce, Dienstleistung und Software. Eines der Unternehmen, da trage ich gerade das Shirt von CopeCard, das ist ein Zahlungsanbieter, den ich mit Raoul Plickert ins Leben gerufen habe, der unter anderem das Marketing von Christian Bischoff und Dirk Reuter macht. Falls ihr ihn nicht, die wenigsten von euch kennen ihn dann wahrscheinlich. Ich habe eine Beteiligung an einem E-Commerce-Unternehmen, B100. Wir haben so wunderschöne Bilder, könnt ihr unten sehen in der Halle. Motivierende Leinwände nennen wir das Ganze. Ich habe eine Beteiligung an einem Landingpage-Builder, der jetzt in weniger als 2 Wochen erscheint. ConPage heißt er, den habe ich zusammen mit Marcel Knopf und 2 anderen Geschäftspartner gegründet, bin auch unter anderem beteiligt an einer Online-Marketing-Agentur und habe eben noch mein eigenes Brand, also digitale Informationsprodukte, Seminare, Coachings und so weiter. Ja, insgesamt habe ich mehr als über 200.000 Follower auf Facebook, Instagram, YouTube und so weiter und ein Großteil der Follower kam eben dadurch, dass Leute einfach Werbeanzeigen von mir gesehen haben. Wer hat schon mal eine Werbeanzeige von mir gesehen? Ist das geil. Und die Leute sagen, ja, ich kenne dich von der Werbung. Und oftmals sagen die Leute, ja, die Werbung, ich sehe die voll oft, die nervt voll. Ja, aber weißt du was? Wenn du oft eine Werbung siehst, dann heißt das, dass irgendwas richtig gemacht wird. Also solltet ihr euch grundgenerell erstmal merken, wenn ihr oft eine Werbung in Anführungszeichen seht, dann ändert einfach mal euer Mindset, wenn ihr Online-Unternehmer
seid oder sein wollen werdet, wie auch immer, und fragt euch, okay, warum funktioniert das denn? Also betrachtet das einfach mal aus einem anderen Blickwinkel und fragt euch, okay, was ist der Mechanismus dahinter? Warum kann eine Person oder ein Unternehmen so frequent Ads schalten? Wer von euch hat schon mal eine B100-Ad gesehen? Auch sehr viele. Ja, ist auch eine Company von uns. Und wie gesagt, diese Mechanismen, wenn ihr eine Ad oft seht, dann ist da irgendein Mechanismus dahinter, der funktioniert. Und darauf werde ich heute so ein bisschen eingehen. Genau, und ich bin eben Mitglied einer Mastermind in den Staaten, wo ich eben mein Wissen herhole, wo ich viermal im Jahr nach Amerika fliege, um mich eben auszutauschen. So, drei Tipps, um deinen Gewinn zu steigern. Ich werde jetzt diese drei Tipps einmal in Kurzform euch zeigen und danach gehe ich nochmal auf jeden Einzelnen drauf ein. Das heißt, also ihr braucht euch jetzt nicht so mega schnell Notizen machen, aber ich gebe euch einfach mal einen kurzen Überblick. Also, erstes, wichtigstes, allerwichtigstes Learning, und das ist der meistgemachteste Fehler, fängt gar nicht an bei, okay, was für ein Bild soll ich verwenden? Wie soll der Titel der Ad sein? Wie soll die Landingpage aussehen? Sondern der erste Tipp, den ich euch allen mit auf den Weg geben kann, ist euch einfach mal zu fragen, verstehe ich den Facebook-Algorithmus richtig? Ja, verstehe ich, wie Facebook denkt, was Facebook will? Weil der Algorithmus von Facebook wurde von Menschen geschaffen und diese Menschen haben eine bestimmte Intention. Und was das ist und was für ein Mindset ihr entwickeln solltet, bevor ihr überhaupt irgendeine Ad schaltet, werde ich euch gleich verraten. Und damit habt ihr schon einfach viel, viel mehr richtig gemacht als viele Leute, deren Ad-Konto gesperrt wird oder die einfach es nicht schaffen, profitabel Facebook-Ads zu schalten. Das zweite ist die wichtigste Kennzahl oder auch KPI für höhere Gewinne und worauf ihr euch fokussieren solltet. Falls euch das jetzt noch nicht sagt, ich erkläre euch das gleich nochmal. Und drittens ist einen mehrstufigen Facebook-Funnel einrichten. Ja, und das ist das, wo ich gesagt habe, wenn ihr schon Ads schaltet, dann werdet ihr hier ganz besonders viel Spaß haben. Okay, erstmal der Facebook-Algorithmus. Wer weiß nicht, was ein Algorithmus ist? Sehr gut. Ja, ein Algorithmus ist ein System, was von Menschen geschaffen ist, die sogenannte Heuristics heißt es auf Englisch, also if this, then that Befehle folgen. Heißt also, Facebook sagt zum Beispiel, wenn ein Facebook-Konto mit einem PayPal-Konto verknüpft ist und ein anderes Facebook-Konto mit einer Kreditkarte verknüpft ist, dann gibt der Facebook-Algorithmus dem Konto, welches mit der Kreditkarte verknüpft ist, Vorrang. Warum? Also es ist jetzt nicht offiziell bestätigt, aber ich kenne eben einige Leute, die mir das erzählt haben. Warum? Weil PayPal hat oft Ausfälle, da ist sehr viel Fraud, also sehr viel Betrug und so weiter und so fort. Und Kreditkarten sind einfach, zack, ist es sofort abgebucht. Das ist jetzt nur ein ganz einfaches Beispiel, wie der Algorithmus funktioniert. Aber genauso hat der Algorithmus von Facebook 1 Million Variablen, die eben entweder den Advertiser bevorzugen oder den Advertiser bevorzugen. So, was glaubt ihr, ist für Facebook neben dem Geld verdienen, weil Facebook verdient natürlich in dem Moment, wo wir schalten, verdient Facebook und Google Geld. Ja? Facebook und Google verdienen 95% des Geldes mit den Leuten, die Werbung schalten. Was glaubt ihr, was ist aber neben dem Geld verdienen das Wichtigste für Facebook? Ja. Das Image. Das Image, ja, aber wodurch wird das Image besser oder schlechter? Ja? Die Nutzer? Und was? Engagement. Ja? Facebooks Algorithmus wurde von Menschen geschrieben und deren wichtigstes Bestreben ist eine positive Nutzererfahrung der gesamten Facebook- und Instagram-Mitglieder. Facebook, ich habe Werbekonten gesehen, die haben einen 5-stelligen Ad-Spend am Tag gehabt, also über 10.000 Euro ausgegeben. Und Facebook sperrt euch. Facebooks Algorithmus erstmal interessiert das sowieso nicht, weil es ist von Menschen, ein Computer, der von Menschen erschaffen wurde sozusagen. Aber auch die Ad-Reps bei Facebook, also die Mitarbeiter, die bei Facebook arbeiten, sperren euer Konto, wenn das nicht gegeben ist. Das ist das aller Wichtigste. Und jetzt kommt's. Natürlich, in dem Moment, wo wir Werbung schalten, schalten wir Werbung. Und dem Moment, wo wir Werbung schalten, kann das den einen oder anderen eben auch nicht so erfreuen. Und ihr müsst euch das einfach so vom Mindset vorstellen, dass ihr einfach mehrere Parteien habt. Ihr habt euch als Unternehmer, ihr wollt Produkte verkaufen. Ihr habt die Leute, die eure Facebook-Ads sehen und ihr habt Facebook selbst. Und ihr müsst einfach eine gewisse Balance schaffen zwischen allen Parteien. Ja? Weil das Größte oder das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, ihr könnt die aggressivsten Ads der Welt schalten. Es bringt euch nichts, wenn Facebook euch morgen das Konto sperrt. Das Wichtigste
ist für Facebook, und das müsst ihr immer im Hinterkopf behalten, die positive Nutzererfahrung oder wie du eben gesagt hast, das Engagement der User. So, wie misst Facebook das Engagement? Durch Likes, durch Kommentare und vor allem durch Teilen. Teilen hat für Facebook die höchste Stufe sozusagen. Ja, und ich werde euch gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie ihr eben hier vorgehen könnt, um Ads zu schalten, die eben geteilt werden. Ja, oder die jedenfalls nicht gesperrt werden, weil das ist das Wichtigste. Und negative Kommentare unter Ads, ja, für diejenigen von euch, die da irgendwie sagen, okay, das möchte ich nicht, dann schaltet keine Facebook-Ads. So, weil ihr müsst, dann könnt ihr Facebook-Ads schalten, einfach nur Value, kein Call to Action, kein gar nichts und ihr werdet nichts verdienen. Wie gesagt, ihr müsst das ausbalancieren. Aber es sollte halt nicht so sein, dass Facebook euch das Konto sperrt. Okay, warum ist ein hohes Engagement in deinen Facebook- und Instagram-Werbeanzeigen so wichtig? Ganz klar, weil Facebook lebt davon, die Plattform lebt davon, dass die Leute auf der Plattform bleiben. Und Facebook gibt alles dafür, um die Leute so lange wie möglich auf der Plattform zu halten. Dadurch verdient Facebook Geld. Ja, und das ist eben das allerwichtigste Mindset, was ihr nicht vergessen dürft. Okay, kommen wir jetzt auf die wichtigste Kennzahl, oder auch KPI genannt, für hohe Gewinne. So, für diejenigen, die jetzt noch nie Facebook-Ads geschaltet haben oder gerade erst neu mit dem Thema sind, bitte nicht erschrecken. Wir haben jetzt hier, das ist jetzt zum Beispiel ein Screenshot aus einem unserer Werbekonten. Und ihr seht, ich habe jetzt hier ein paar, also ihr seht hier, Einkäufe haben wir, das ist eine Kennzahl, was ihr hier oben seht, Kosten pro Verkauf, Return on Ad Spend. Und es gibt 1 Million verschiedene Kennzahlen, auf die wir uns fokussieren können, weil eine Sache ist sicher, was nicht getrackt wird oder was nicht gemessen wird, kann auch nicht verbessert werden. Ja, ihr müsst euch auf irgendwelche Kennzahlen fokussieren, wenn ihr Facebook-Ads schaltet. Ansonsten loggt ihr euch in euer Facebook-Konto ein, ihr habt 1 Million Möglichkeiten und was soll ich jetzt optimieren? Ja, soll ich mich auf, es gibt hier, das Wichtigste ist der Return on Investment und es gibt 1 Million Kennzahlen. Und warum glaubt ihr, ist das Wichtigste der Return on Ad Spend? Oder wer weiß nicht, was der Return on Ad Spend ist? Hat auch schon ein paar, okay. Return on Ad Spend heißt einfach nur, was bekomme ich direkt oder indirekt, also meinetwegen auch auf einen längeren Zeitraum, als direkten Return auf meine Ausgaben wieder zurück. Ja? Und die KPI seht ihr hier oben rechts. Das ist der Return on Ad Spend. So. Das ist jetzt ein Shopify, also das ist ein E-Commerce-Konto. Das heißt also, wenn ihr Shopify als Content-Management-System, sorry, ich will jetzt nicht zu verwirren, aber wenn ihr Shopify nutzt, dann könnt ihr direkt das Ganze mit Facebook, mit eurem Facebook-Werbekonto verbinden, wenn ihr also einen Online-Shop habt, und dann gibt euch Facebook direkt sofort den Return on Ad Spend raus. Das ist jetzt sehr, sehr einfach dargestellt. Wenn ihr jetzt beispielsweise ein Infoprodukt habt, mit einem automatisierten Webinar, oder ein Softwareunternehmen, dann habt ihr ja nicht die Schnittstelle. Also Facebook gibt euch das nicht direkt raus. Aber es ist sehr einfach auszurechnen. Ja, also müsst einfach nur gucken, was habe ich ausgegeben, was habe ich eingenommen. Natürlich brutto und netto nicht verwechseln, weil Facebook rechnet immer netto ab. Und ihr dürft natürlich nicht die Bruttoeinnahmen rechnen, aber das ist die wichtigste KPI. Ja, die wichtigste KPI ist, was bekomme ich direkt wieder? Ich habe das 1000-mal gesehen. Leute kommen zu mir auf Seminaren und sagen, Chris, mein CPC, also meine Kosten pro Klick sind richtig niedrig, 5 Cent. Ich sage, was ist der ROAS? Also was ist dein Return on Ad Spend? Keine Ahnung. Oder Chris, mein CPM ist richtig niedrig. Was ist der Return on Ad Spend? Das ist das Einzige, worauf es am Ende wirklich ankommt. Es ist völlig egal, wie viel ihr pro Klick ausgibt. Es ist völlig egal, wie hoch eure Click-Through-Rate ist, also eure Durchklickrate auf die Ads. Es kommt nur darauf an, was habe ich als direkten oder indirekten, langfristigen Return on Ad Spend wieder raus? So, wie verbessert man den Return on Ad Spend? Es gibt 1000 verschiedene Ansätze hier. CPA, also der Cost per Acquisition, der CPC, die Kosten pro Klick, die CTR, die durchschnittliche Klickrate. Average Order Value, der durchschnittliche Kundenwert oder die Conversion Rate auf der Landingpage an sich. So, was glaubt ihr, wie man den verbessert? Hat irgendeiner eine Idee? Es gibt mehrere Möglichkeiten.
Okay, das hier ist eine einfache Darstellung, um euch das mal ganz vereinfacht darzustellen, was ich immer in meinem Kopf habe und was ich auch jedem Mitarbeiter an die Hand gebe, bevor er Facebook-Ads schaltet. Der Return on Ad Spend, also das, was wir direkt wieder reinbekommen, wird durch zwei KPIs beeinflusst. Das ist einmal der CPA und einmal der Average Order Value. Ich erkläre es euch kurz. Der CPA, für diejenigen, die es nicht wissen, ist, was gebe ich in Facebook aus, um einen Kunden zu gewinnen. Cost per Acquisition. Sorry, wenn ich hier so viele englische Wörter verwende, aber ich bin halt nicht der Typ, der jetzt irgendwelche... Ja, das sind die Wörter, die einfach global Marketing genormt, wenn ihr so wollt, verwendet werden. Ja? Cost per Acquisition. So. Wenn ich es schaffe, weniger auszugeben, um einen Kunden zu gewinnen, verdiene ich natürlich, beispielsweise, ich gebe 10 Euro aus für, einfach jetzt mal ganz einfaches Beispiel, 100 Klicks und ich schaffe es, zwei Kunden zu gewinnen für diese 10 Euro anstatt einen, dann habe ich natürlich einen höheren Return on Ad Spend, weil ich ihm zwei Kunden gewinne statt einen. So, das wird eben durch den CPA beeinflusst. Den CPA seht ihr auch direkt in Facebook. Average Order Value wiederum, stellt euch das vor, ich gebe 10 Euro aus für 100 Klicks und gewinne einen Kunden, aber dieser eine Kunde lässt nicht bei mir 50 Euro, sondern 100 Euro. Das ist genau das Gleiche. Ich habe den Kundenwert verdoppelt, den Average Order Value, und dadurch habe ich auch wieder meinen ROAS beeinflusst, also meinen Return on Ad Spend. So, und das sind eben die beiden Möglichkeiten, wie das Ganze funktioniert. So, was glaubt ihr, was ist einfacher zu beeinflussen? Wie viel ich ausgebe, um bei Facebook einen Kunden zu gewinnen? Oder wie viel ich pro Kunde verdiene? Das Zweite. Ja? Der Average Order Value. So. Und das ist jetzt nochmal ganz einfach dargestellt. Also beispielsweise, ich habe einen CPA von 30 Euro. Das heißt, ich gebe 30 Euro aus, um einen Kunden zu gewinnen. Mein Average Order Value sind 50 Euro. So, dann habe ich 20 Euro Gewinn. Genau 20 Euro Gewinn. Also ein Return on Ad Spend von 167%. Okay? So. Und das sind eben die beiden Möglichkeiten, ja, wenn ihr so wollt. Also weniger pro Klick ausgeben, um den CPA zu senken, und mehr Klicks in einen Kunden umwandeln. Das ist die Möglichkeit auf der einen Seite. Wenn ihr euren CPA senken wollt, müsst ihr entweder weniger pro Klick ausgeben oder mehr Klicks, um es mal ganz einfach zu sagen, in einen Kunden verwandeln. Ja, das ist die eine Möglichkeit. So, Average Order Value erhöhen wiederum geht, indem ich mehr Produkte zu einem höheren durchschnittlichen Bestellwert verkaufe. Ja, so verändere ich es auf der anderen Seite wiederum. So, welche Kennzahl ist einfacher zu beeinflussen? Ich habe es euch gerade schon gefragt, CPA oder Average Order Value? Average Order Value. Ja, das kann ich einfacher beeinflussen. So, und warum ist das so? Jetzt schauen wir uns das Beispiel nochmal an. Wir haben einen CPA von 30 Euro, aber einen Average Order Value von 80 Euro und haben wir schon 50 Euro Gewinn. Ja? Und damit ein Return on Ad Spend, indem wir nur etwas in unserem Kundenwert verändert haben, von 267%. Ja? Diese Variable ist wesentlich einfacher zu verändern als die zweite. Ja? So, und jetzt möchte ich euch einfach mal 5 Regeln mit an die Hand geben. Das könnt ihr euch vorstellen wie eine Prioritätenliste. Ja? Wie ihr es schafft, Facebook zu dominieren, beziehungsweise all das, was ich euch gerade sehr, sehr für einige vielleicht verwirrend gesagt habe, umzusetzen. Das ist jetzt wirklich wie so eine Checkliste. Also, ihr müsst versuchen, den günstigsten, hochwertigsten, das ist wichtig, Traffic zu bekommen, den ihr könnt. Den günstigsten, hochwertigsten Traffic, den ihr bekommen könnt. Zweitens, ihr müsst eine hohe Webseiten-Conversion-Rate erzielen. Ja? Drittens, ihr müsst mehr Produkte pro Bestellung verkaufen. Viertens, ihr müsst einen höheren Bestellwert pro Kunde erreichen. Und fünftens, und das sehen auch viele oder wird sehr oft vergessen, müsst einen höheren Lifetime Value, einen höheren Customer Lifetime Value erzielen. So, weil das sehe ich auch oft. Viele Leute versuchen, gerade wenn sie
anfangen, sage ich mal, ein Unternehmen aufzubauen, versuchen sie gleich am ersten Tag profitabel zu sein. Das heißt, sie wollen sofort den Gewinn machen in Facebook. So. Amazon zum Beispiel hat das ein bisschen sehr lange auf die Spitze getrieben. Amazon war jahrelang unprofitabel, jahrelang. Und auf einen Schlag wurde Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, zum reichsten Mann der Welt. Warum? Ganz einfach, weil Amazon sehr lange, sehr ausdauernd einfach Kunden akquiriert hat, die ganze Zeit. Wir sind nicht Amazon, wir haben keine Milliarden Investoren oder Investments, ja, sondern wir müssen natürlich gucken, dass wir am Ende des Tages, wenn ihr jetzt kein Venture, also wenn ihr jetzt keine Investoren habt, die in eure Unternehmen investiert haben, können wir natürlich nicht jahrelang warten, bis wir irgendwie was zurückkriegen. Ist ja klar. So, aber am Ende des Tages sind es meistens die Leute, die in Facebook, und das ist das, was ich am Anfang meinte, wenn eine Ad lang geschaltet wird, dann funktioniert irgendwas im Hintergrund richtig. Und meistens, kann ich euch sagen, sind es die Leute, die wirklich einen hohen, die wissen auch, dass sie einen hohen Customer Lifetime Value haben. Beispielsweise jemand kauft heute mein Produkt A und ich weiß zu 1000%, dass in den nächsten 90 Tagen mindestens 50% der Leute noch Produkt B oder Produkt C kaufen. Und das erhöht eben mein Customer Lifetime Value. Und das liegt nicht in der Hand von Facebook. Das ist nicht, hat nicht direkt was mit Facebook Ads zu tun, sondern nur indirekt. Aber es ist die einfachste und sicherste Möglichkeit, mit der ihr eben letztendlich erfolgreich Facebook Ads schalten könnt. Also denkt nicht immer nur an Facebook an sich, wie könnt ihr die Zahlen in Facebook verändern, sondern wie schafft ihr es auch, das, was nach dem Kauf passiert, zu verbessern. Weil es ist viel, viel einfacher, jemanden, der Produkt A gekauft hat, noch Produkt B zu verkaufen oder dafür zu sorgen, dass er im direkten Upsell sozusagen Produkt B mitnimmt. Aber das hier ist eine Checkliste, die ihr euch merken könnt, die könnt ihr durchgehen und damit schafft ihr es eben grundsätzlich, diese beiden Variablen die ganze Zeit zu beeinflussen. So, jetzt wird es noch komplizierter. Also, wir haben oben den Return on Ad Spend. Wir haben den CPA. Wir müssen den CPA senken, wir müssen den Average Order Value erhöhen. So. Und das wiederum geht durch zwei Sachen. Am Ende des Tages ist es der CPC, also die Kosten pro Klick, die ich investiere, und die Conversion Rate auf meiner Webseite, die den CPA verändert. Die Kosten pro Klick, wenn ich schaffe, die Hälfte für den Klick zu bezahlen, dieselbe Conversion Rate habe, habe ich den CPA gesenkt. Wenn ich es schaffe, dieselbe pro Klick zu bezahlen, aber meine Conversion Rate verdoppelt, habe ich das Gleiche erzielt. So. Average Order Value wird letztendlich beeinflusst durch zwei Dinge. Das ist der Average Retail Price. Ja? Das heißt, so, was ist der durchschnittliche Wert oder der Kundenwert, den ich direkt pro Verkauf einnehme? Und die Order Frequenz. Also wie oft kauft ein Kunde nochmal? Das ist das, was ich euch eben gesagt habe. Customer Lifetime Value. So. Und am einfachsten sind die unteren Kennzahlen zu beeinflussen. Ich habe keine Ahnung, warum es jetzt schwarz ist, aber es ist auf jeden Fall die Conversion Rate, der Average Retail Price und die Order Frequenz. Weil am Ende den CPC in Facebook zu beeinflussen, also das, was ihr ausgibt pro Klick, das ist sehr, sehr schwierig, vor allem, wenn ihr hochqualitative Besucher haben wollt. Wenn ich qualitativen Traffic haben will, dann darf ich mich nicht darauf fokussieren, was ich pro Klick ausgebe, sondern ich muss wissen, dass ich einfach gute Besucher von Facebook gewinne und dann mich auf diese anderen Werte zu konzentrieren. Meine Conversion Rate auf meiner Website, was nicht in Facebooks Hand liegt, meinen durchschnittlichen Retail Price, also meinen durchschnittlichen Verkaufspreis und die Frequenz, in der mein Kunde erneut und erneut von mir kauft. Ja? So, alles, was du also außerhalb von Facebook kontrollieren kannst, ist einfacher als alles, was du in Facebook kontrollieren kannst. In Facebook sind wir auf Facebook angewiesen. Und diejenigen von euch, die jetzt schon länger am Start sind, wissen, dass die Preise sich einfach nach und nach immer weiter anheben. Facebook-Ads werden immer teurer, aber nicht nur Facebook. Google-Ads werden immer teurer, YouTube-Ads werden immer teurer. Und die Leute, die langfristig überleben, und ich mache das jetzt seit 8 Jahren, sind die Leute, die sich auf die anderen Variablen konzentrieren. Ja. Gut, so. Und jetzt kommt das Letzte, und das ist einen mehrstufigen Facebook-Funnel einrichten. Das ist jetzt für diejenigen von euch interessant, die vielleicht schon die ersten Anfänge gemacht haben in Facebook und die letztendlich ihr Business noch weiter skalieren wollen. Denn ihr könnt
all das, was ich euch gerade gesagt habe, also alles zusammengefasst, nicht nur nach dem Kauf machen oder mit E-Mail-Marketing-Systemen oder auf eurer Webseite, sondern auch innerhalb von Facebook. So, dazu ein kurzes Vorwort dazu. Marketing ist wie Dating. Das hat mir ein amerikanischer Marketing-Coach vor vielen, vielen Jahren hat jetzt mal gesagt. Marketing ist im Prinzip dasselbe wie Dating. Ja? Und niemand, wenn man was nicht getrunken hat, sage ich mal, macht beim ersten Date einen Heiratsantrag. Ja, ich bin mittlerweile auch verheiratet, aber mir wäre es nicht im Sinn gekommen, meiner Frau beim ersten Date einen Heiratsantrag zu machen. So, viele machen das aber, ja, in Facebook. Also beispielsweise, ihr wollt ein hochpreisiges Produkt verkaufen und schickt die Leute auf eine Seite, wo das hochpreisige Produkt sofort krass ist wie heiraten. So, das funktioniert so nicht ganz so gut. Und deswegen sollte man das Ganze sich eben wirklich einfach mal als Metapher vorstellen wie Dating. Und sich, und davon, das ist das, was ich von, wenn ich von einem Funnel spreche, dann habe ich immer sowas im Kopf. Ja, also wirklich einen Weg sozusagen, den jemand mit mir geht. Ja, wie ein Date. Und das hier sind verschiedene Funnel-Stufen, ja, die ihr durchlaufen könnt. Und ich werde euch jetzt kurz, ich zeige da auch noch ein bisschen Zeit, kurz diese Funnel-Stufen erklären. Ja, was ich damit meine, wo ihr was anwenden müsst und warum ihr was anwenden solltet. So, Stufe Nummer 1. Und wir sprechen, wenn wir von Traffic sprechen, im Fachkreisen immer von Traffic-Temperaturen. Ja? Kennt ihr vielleicht auch aus dem Offline-Bereich? Wer weiß, was Kaltakquise ist? Das wissen die meisten, ja. Und am Ende des Tages, wenn mich jemand noch nicht kennt oder meine Firma, mein Produkt, mein Unternehmen noch nicht kennt, dann ist es irgendwie wie Kaltakquise. Ja, weil derjenige läuft vielleicht nicht durch die Straße und ich spreche ihn an oder klingel irgendwo oder was, sondern er läuft virtuell durch Facebook. Und das ist das, was ich mit Date meine. Niemand geht auf die Straße, willst du mich heiraten? Nein, so läuft das nicht. Ja. Es ist kalt, es ist Kaltakquise. So, und das Einfachste, was ihr machen könnt, wenn ihr jemanden begegnet, ist das zu machen, was Facebook von euch möchte. Engagement erzeugen. Ja, das ist das, was Facebook von euch möchte. Wenn was passiert dadurch? Wie funktioniert Social Media? Social Media funktioniert zu 100.000% rein durch Emotionen. Ja? Verkaufen funktioniert auch wie Emotionen. Alles, was wir machen, wird durch Emotionen gesteuert. Aber Social Media vor allen Dingen funktioniert 100.000% durch Emotionen. So, wenn ich jetzt ein Produkt habe, was so rational ist, was so theoretisch ist, sage ich mal, und sich wirklich nicht emotional oder ich gar keinen emotionalen Ansatz habe, dann schaffe ich es nicht, dass Menschen Emotionen mit meinem Produkt verknüpfen und ich werde es nicht schaffen, Engagement zu erzeugen. Und wir haben festgestellt, in all unseren Kampagnen, die wir jemals gefahren haben, und so ist das, war früher ein bisschen anders, früher konnte man den Algorithmus wirklich manipulieren. Mittlerweile ist der Algorithmus von Facebook so smart geworden, dass Facebook das erkennt, ist das echt oder nicht. Ja? Kommen da wirklich Shares, kommen da wirklich Likes, kommen da wirklich gefällt mir auf Instagram, Herzchen, wie auch immer. Ja, bei YouTube, wobei bei YouTube kann man auch anders schalten, aber wenn wir es auf Facebook und Instagram beschränken, dann wird Facebook die anzeigen. Und da schließt sich jetzt der Kreis wieder, die ein hohes Engagement haben, die also viele Likes haben, viele Shares haben, viele Kommentare haben, bevorzugen. Gegenüber allen anderen Advertisern. Und damit könnt ihr, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, tatsächlich euren CPC massiv senken. Ja? Indem ihr eben es schafft, Facebook Engagement zu erzeugen. Indem ihr es eben schafft, Instagram Engagement zu erzeugen. Wie schaffe ich das? Indem ich Emotionen auslöse bei Menschen. So. Und wir wissen es alle, Produkte wie Apple, wie das iPhone, haben es exzellent gemacht und schaut, wo das iPhone steht. Ja, Steve Jobs lebt nicht mehr, aber das, was er gemacht hat, ist so unglaublich in so einer kurzen Zeit. Wir verbinden mit dem iPhone Emotionen. Und iPhone oder beziehungsweise Apple ist ein Paradebeispiel dafür, wie man das Ganze machen kann. So, und warum sage ich das alles? Ganz einfach. Wir denken als Unternehmer sehr, sehr oft in Features, so nenne ich das. Ja, wenn wir eine Klimaanlage verkaufen, wenn wir die herstellen, dann sagen wir, okay, was für eine Temperatur macht die Klimaanlage? Ja, wie viel Grad Celsius fährt sie in wie viele Sekunden runter? Das interessiert aber nicht eure Kunden.
eure Kunden interessiert. Ich schwitze nicht. Ich schwitze nicht im Sommer und ich kann mit einer kühlen Luft durch die Gegend fahren. So, das ist das, wie euer Kunde das sieht. Und das sind Emotionen. Das erste ist 4 Grad Celsius. Ja, das sind keine Emotionen. So, fragt euch also immer, wie könnt ihr es vielleicht, und das ist einfach nur so ein Denkanstoß, schaffen, dass euer Produkt, eure Dienstleistung, weil nichts anderes ist Business. Business ist nichts anderes als das Erstellen und Vermarkten von Dienstleistungen oder Produkten. Das ist Business. Keine Influencer, wie auch immer. Das ist alles ist nicht Business. Alles, was Business ist, ist das Erstellen und Vermarkten von Dienstleistungen oder Produkten. Und wie schafft ihr es, euer Dienstleistung, euer Produkt ein wenig emotionaler zu gestalten? Ja, weil das ist das, was letztendlich in Facebook gewinnt oder allgemein in Instagram und Social Media gewinnt. So, Stufe Nummer 2, warm. Akquisition oder Acquisition heißt, wenn ich jetzt es geschafft habe, beispielsweise, das kann man natürlich auch mehrstufig wirklich schalten. Also ich kann ein Video schalten, was Emotionen erzeugt, was Menschen teilen, was Menschen sharen, was Menschen liken und so weiter und so fort. Kann ich in Facebook sogenannte Custom Audiences anlegen und genau diese Leute, die Engagement auf meine vorherige Ad erzielt haben oder mit der ich Engagement auf meine vorherige Ad erzielt habe, kann ich sagen, okay, all diejenigen, die ein Engagement haben oder das Ding geteilt haben, geliked haben, wie auch immer, möchte ich jetzt mit einer Werbeanzeige bespielen. Ja? Und das ist eben der Grund, das ist für mich der einzige Grund oder der einzige, wird so oft gefragt, Chris, soll ich auch einen Instagram-Kanal, Seite aufmachen? Soll ich einen YouTube-Kanal aufmachen? Wenn es dein Produkt hilft, dann ja. Aber Business ist nicht Katzenbilder filmen oder sein Essen zu filmen. Ja, das ist cool, das macht, wenn es euch Spaß macht, go for it. Aber Business ist am Ende des Tages, wenn es euch wirklich hilft, Engagement zu erzeugen, was euch wiederum hilft, euer Produkt zu vermarkten. Weil darum geht es mir als Unternehmer. Mir geht es darum, eine erfolgreiche Firma zu bauen. Ja? Und dafür muss ich Produkte vermarkten. Und wenn es euch hilft, dann vermarktet euch selbst. Weil dann braucht ihr eben nicht Ads zu schalten, um dieses Engagement zu erzeugen. Versteht ihr? Weil ihr seid Influencer. Und indem ihr Influencer seid, habt ihr die erste Stufe ja schon geschafft. Weil ihr eben eine Reichweite erzielt, indem ihr eben Content raushaut und im Nachhinein diese Leute, die euren Content geliked, geteilt und geshared haben, wieder erreichen könnt. Und das ist Stufe Nummer 2, Akquisition. Für diejenigen von euch, die jetzt keine Influencer seid, fragt euch, oder nicht auf sowas Zugriff haben, wie auch immer, keine Emotionen erzeugen könnt, fragt euch, wie schafft ihr das? Wie schafft ihr Schritt Nummer 1? So, dann habt ihr ja eben Akquisition, darum geht es, hier geht es mir wirklich nur darum, einen Verkauf zu erzielen. Hier geht es mir wirklich darum, mein Produkt zu vermarkten. So, und ich kann eben genau auswählen, die Leute, die in Stufe Nummer 1 Engagement gezeigt haben, kann ich jetzt auswählen, wie auch immer, Ads schalten und damit eben einen Verkauf erzielen. So, Stufe Nummer 3, kennt ihr, habt ihr alle schon mal gehört, aber wahrscheinlich noch nicht euch so dimensional vorgestellt, ist Retargeting. Wer weiß nicht, was Retargeting ist? Meisten, ja. Retargeting ist, ich schalte Ads wiederum an die Leute, die nicht gekauft haben. Ich sage das einfach nur deshalb, weil die meisten von euch wissen, was es ist, aber die wenigsten machen das. Also wie gesagt, die meisten fokussieren sich immer nur auf 2. Die ganze Zeit. Das ist das, was ich immer wieder sehe. Die Leute fokussieren sich immer auf Stufe 2. Und für diesen Facebook-Ads Stufe 2. Facebook-Ads funktioniert so, ja. Retargeting, ich schalte also Werbeanzeigen an die Leute, die auf meiner Webseite waren. So, und jetzt gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Ich kann Retargeting für die Leute schalten, die jetzt mein Produkt A nicht gekauft haben. Ich kann aber auch Retargeting schalten für die Leute, die auf meinem Bestellformular waren. Ich kann Retargeting schalten für die Leute, die das Bestellformular schon ausgefüllt haben, wenn ihr einen Online-Shop habt und so weiter und so fort. Also auch hier könnt ihr wieder verschiedenste Stufen schalten. Das Gute ist bei Retargeting, dass es eigentlich immer profitabel ist. Ja, weil tiefer die Leute in eurem Checkout-Prozess waren, desto höher der Return on Ad Spend beim Retargeting. So, und Stufe Nummer 4 oder das letzte letztendlich, auch das wiederum ist das, was ich eben gesagt habe, ist der Customer Lifetime Value. Existierend, ja, existierend, ich spreche hier immer von Kunden, ja, vom Kunden, also bei Kunde, seht ihr, Kunde, kalt, warm, heiß, existierend. Ein existierender Kunde, da. Das ist das Beste, was ich machen kann, ist diesen, oder das Einfachste, was ich machen kann, meiner Meinung nach, und auch alle Leute, die ich kenne, die wirklich sehr, sehr, sehr erfolgreich sind, fokussieren sich auf Stufe Nummer 4. Ja? Beziehungsweise wissen einfach, dass, wenn jemand ein Produkt gekauft hat,
entsteht eine sehr, sehr starke emotionale Verbindung. Warum entsteht die? Ganz einfach, weil er etwas investiert hat. Ja? Er hat etwas investiert. Und man kann immer zwei Sachen investieren. Man kann Zeit investieren oder man kann Geld investieren. Und je mehr eine Person von einer Sache oder von einer von beiden Sachen investiert hat, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er kauft. Deswegen funktionieren Webinare beispielsweise auch besser als Sales Letter. Warum? Weil die Zeit super, super viel Person super viel Zeit investiert hat. Ganz klar. Ja. So, und da geht es mir eben wirklich darum, die Person zu monetarisieren. Es ist also darum, wirklich Geld zu verdienen. Und das ist letztendlich das, was den Customer Lifetime Value beeinflusst. Und das ist letztendlich das, womit bei den meisten Leuten, die ich kenne, wirklich das ganz große Geld verdient wird. So, jetzt habe ich noch ein paar Sekunden Zeit. Ich habe euch ein paar Geschenke mitgebracht. Also ist jetzt ein bisschen, ist immer so ein bisschen, wenn auf einer Bühne ist, dann wollen die Leute mal sehr schnell sein. Also ich habe euch sehr, sehr coole T-Shirts mitgebracht. Wir haben genau 20 Stück und die ersten, die jetzt nach vorne kommen, kriegen eins. Danke dir. Ich hätte es ein bisschen...